Ahoi, ihr lieben Menschen. Herzlich willkommen zurück. Ich habe die kleinen Ohrringe drin. Ihr wisst, was jetzt passiert. Foundation Day. Und zwar LA Girl Tinted Foundation. Beautiful Natural Finish. Ja, das ist sie. Hier steht noch ein bisschen was drauf. Ja, Fokus. So vielleicht. Und die Inhaltsstoffe blende ich euch wie immer ein. Sie ist gerade angekommen. Ich hatte sie bei Beauty Bay gesehen. Woanders gibt es die auch, Purish und so weiter und so fort. Ich hatte ein Primer von LA Girl. Sorry, der erste damals, den fand ich nicht so gut. Das war absolut Silikon. Boah, da ist mir alles runtergerutscht. Das weiß ich noch. So, sieht ja ganz flott aus hier. Okay, guck dir das an. Werden sehen. Das Ganze werde ich mit dem Wet n Wild Impossible Primer Base basen. Erstmal. Ja, werde ich erstmal. Was war das denn jetzt hier gerade? Ach, Augenbrauen. werde ich da mal hier, ne, ist silikonfrei, sieht aus wie Silikon, ist es aber nicht. Da hatte ich zu der letzten Wet n Wild Tinted Hydrator, Video verlinke ich euch, hatte ich diesen Primer schon mal ausprobiert und fand ich eigentlich ganz gut. Und den nutzen wir, weil ich hatte bei LA Girl jetzt nichts gefunden, was es jetzt jedenfalls in Europa gibt, ohne jetzt irgendwie ein paar Monate zu warten, bis es nach Deutschland kommt. Habe ich jetzt nichts so gesehen, was mich interessiert hat. Und den fand ich ja ganz gut, den können wir ruhig nochmal gebrauchen und benutzen. Ja. Muss ich sagen, sehr, sehr schöne Formulierung von diesem Primer. Ja, der rockt. So, mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie diese Foundation ist. Oh, Leute, es ist jetzt irgendwie September, ne? Irgendwie so 9., 10., 9. Also es ist jetzt September, ist ja auch egal. Mir ist ja zu warm. Junge! Oh, ich hab Kopf. Ja, ich kriege bei so einem Umschwung, Wetterumschwung, als Nordkind hier in NRW kriege ich immer Kopfschmerzen und Migräne. Also es ist halt leider so. Gut, ich will jetzt hier nicht klagen. Ich will jetzt hier Foundation auftragen. Ja, ich shake die jetzt mal so ein bisschen. Wie gesagt, ach so, weiß gar nicht, ob die Farbe passt. Ich habe die hellste, glaube ich. Warte, wo ist das Gerät hier? Ivory. Ja, super. Naja, wie auch immer, Ivory, Farbe 1 ist das, glaube ich, oder so. Alles andere hatte ich Angst, dass es zu gelb, zu dunkel ist. Zu hell. Konsistenz ist nice. Na, bisschen flüssig, nicht zu flüssig. Wir gucken mal. Weiß jetzt nicht, ob die nachdunkelt. Das ist mir jetzt ein bisschen... Mal gucken, ob sie oxidiert. Wir testen das jetzt einfach mal. Machen wir überall ein bisschen was drauf. Ich gebe noch was nach, dazu wenig. So, und den gucken wir mal. Sonst lege ich noch mit einer anderen, mit der Trended Up Foundation, die ein bisschen dunkler ist, nochmal nach. Werden wir gleich sehen. Das ist bei mir immer so, mal so. Ich gehe mit diesem Brush erstmal rein. Das ist der Sonia G Foundation Base Brush für flüssige Foundation. Gefällt mir sehr gut. Ja.
Ja, aber ja, ein bisschen hell. Okay. Was sagt er? Also im Licht sieht es sehr hell aus, so voll der Glow. Aber hier in meinem normalen Spiegel, alles tutti. Hat irgendwie die Farbe angenommen. Die Hautfarbe. Wusste ich jetzt auch nicht. Ich lasse das jetzt mal so. Wir brauchen noch ein bisschen hier. Und ich nehme dann auch gleich mal einen richtigen Spiegel. Also einen Handspiegel, damit ich das auch mal ein bisschen sehe hier, was ich tue. Und nicht immer diese. Ups, mein Ohrring nicht. Dachte, ich hätte die kleinen Ohrringe drin. Naja. Ja, wie auch immer, wir gucken mal. Nicht erschrecken. Yes. Ich konnte nicht widerstehen, diesen Spiegel mir zu besorgen. Der schockt ein bisschen, finde ich. So, Ohren auch. Guck. Ja. Ich dachte, er wäre kleiner, der Spiegel. Er ist größer als gedacht. Finde ich ja mal richtig gut. So. Soll das jetzt eine Glow sein, eine Matte? Was ist das hier? Buildable, ist klar. Also man kann es ja aufbauen. Für so eine Drogeriemarke. Alles frei. Hydrating. Vitamin E. Ich, wie gesagt, ich konnte mich jetzt nicht groß vorbereiten. Ich mache das jetzt mal mit euch hier. Jo. Also, so mit dem Brush ist das schon mal ganz nett. Und jetzt gehen wir mal mit dem Schwamm rein. Mein Lieblingsschwamm von Morphe. Mein persönlicher, das muss jeder selber wissen. Ich finde ihn richtig gut. In diesen Spiegel. Wow, der ist schon krass. Ja, auch hier gefällt mir der Auftrag, die Entwicklung der Textur. Das heißt, wie sie sich denn nach verschiedenen Stufen auf meiner Haut aufbaut und die Poren verschließt oder nicht. In dem Fall verschließt sie sie und macht ein ebenes Hautbild. Hoffentlich war das jetzt nicht zu kompliziert. Ihr wisst, was ich meine. Nice, nice, nice. Ich gehe nochmal mit dem Concealer drüber. Mein so. So. Eingepresst ist es. Concealer ist drauf, noch nicht gesettet. Erster Eindruck. Wie eben schon gesagt, fühlt sich toll an. Sogar ein bisschen fresh. Das kann natürlich auch durch den Primer kommen. Aber ganz anders als dieser komische Silikon. Also mein erstes Produkt von der LA Girl. Finde ich das jetzt ganz gut. Ich habe natürlich von LA Girl diesen Neon-Liner. Den finde ich so ganz süß. Hält bloß bei mir nicht auf der Wasserlinie. Ist eine andere Geschichte. Sonst habe ich gar nicht so viel von LA Girl, leider. Aber da, ups, das gefällt mir jetzt mal richtig gut. Sehr gut. Ich würde sagen, ihr Lieben, ich gehe mit euch jetzt erstmal in den Schnitt, weil ich jetzt hier mal eben Puder und so einen ganzen Kram auftrage und dann gleich wieder für euch da bin. Welcome back! Hello und ahoi! Resultat. So, ich habe mal alles gemacht und getan, was man denn so macht. Ja, was soll ich sagen? Ihr seht selber. Ich glaube, das gefällt mir sehr gut. Mehr kann ich da nicht zu sagen. Wir werden den Langzeittest heute Abend machen. Hier mit diesem. Ich muss ein bisschen korrigieren hier. Jo. Hier mit diesem ganzen
was ich da so drauf habe. Ich finde es sehr, sehr gut. Versuche das sehr kritisch zu sehen. Tue ich auch. Ja, ihr Lieben, was soll ich sagen? LA Girl ist auch eine Tinted Foundation. Biddable, naturelles Finish. Es befeuchtet und es pflegt ein bisschen. Also mitten im Trend, mitten im Trend. Wow. Ja, sieht gut aus. Ach so, dunkelt ein ganz klein wenig nach zu meinen Gunsten. Ihr seht das, ich hatte das hier aufgetragen, habe es ein bisschen verschmiert. Also gefällt mir. Ich hatte natürlich jetzt so Puder und sowas, ne? Also das gefällt mir. Ganz, ganz kleine Nuance. Eine. Anderthalb. Wir gucken nochmal. Wir testen das jetzt. Ja. Ihr seht das? Das ist der neue Strich. Das ist alt. Ein ganz klein wenig. Ach, nice. Das gefällt mir. Sehr, sehr gut. Weil da gehe ich heute Abend mit los, denke ich mal. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Folgt mir bei Instagram. Teilt das Video, kommentiert das Video, abonniert diesen Kanal. Das wäre ganz, ganz nett, damit wir etwas wachsen können. Und ich freue mich, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin, ihr lieben Menschen. Tschö!